Komm, beweg dich in die Richtung. In die Richtung. Kriegt Schaden. Oder hast du ihn gehauen? Nein, er hatte Schaden bekommen. So, jetzt ist er hier in unserem Pool. Er war etwas zu lang auf dem Trockenen. Wieso haben wir komische Delfine in Minecraft? Es sind Delfine in Minecraft, sie sind immer komisch. Wir sollten ihn aber abdeckeln mit irgendwas. Wie wär's mit Trapdoors? Mm-mm, die springen. Haben wir kein Glas mehr? Da ist Glas. 10 Stück reicht ja. Erstmal. Dann brauche ich aber noch was für den Rand. So, jetzt haben wir zumindest auch eine Reihe Zuckerrohr hier neben unserem Farmhaus. Stimmt, das Smithing Template ist ja auch weg von der Nether-Festung. Was du nicht sagst. Upsi. Ich geb dir gleich Upsi. Ich habe eine Idee, wir bauen hier einen Zoo. Nein? Was habe ich gerade aufgenommen? Eine Fackel wahrscheinlich, ne? Vermutlich. Hab ja hier ein paar abgerissen. Wollen wir schlafen? Okay, du bist schlafen. Warum schläfst du nicht bei den Schildkröten? Nein. Achtung, Zombie. Wo? Kommt auf dich zu. Ach, da. Na du? Upsi. Es ist verbrannt. Ich habe eine ganz bekloppte Idee. Die wäre? Wenn wir es schaffen, wieder ein paar Villager hierher zu bekommen,
Dann spawnen hier auch Eisengolems. Und wenn hier Eisengolems spawnen und wir die töten, dann bekommen wir Eisen. Du willst eine Eisenfarm bauen. Ich weiß nicht, wie man die Farm dazu baut, aber ich hätte zumindest ein paar Eisen-Ingots nötig. Ja. Eigentlich relativ einfach. Ich glaube, ein Villager, einen Zombie in der Nähe, sodass der Villager da raufgucken kann. Und in der Nähe dann auch noch eine gerade Fläche. Irgendwie so. Haben wir ein Boot? Warum? Fahr zum Villager-Dorf und klatsch ein paar Golems. Eigentlich wollte ich nochmal in die Mine ein paar Diamanten suchen. Ja, aber ich bräuchte gerade Akuteisen. Du bräuchtest Akuteisen. Wofür? Trichter. Das heißt, in die Mine, um Diamanten und Eisen zu suchen, ist keine Idee. Dauert mir jetzt zu lange. Ich habe 6 Iron Nuggets. Ich habe ein Raw Iron und ein Iron Ingot. Gleich habe ich 2 Iron Ingot. Und 6 Nuggets. Ja, aber 6 Nuggets reichen nicht. Aber mit 2 Eisen Ingots könnte man sich eine Pickaxe bauen. Nein, dafür braucht man 3, ne? Zu einer Iron Pickaxe. Was? Okay. Wo hatten wir eigentlich mein Inventar hingepackt? Was für ein Inventar? Das, was nicht verbrannt ist, das, was beim Kamel war. Beim Lama. Beim Lama. Wirklich, dass das noch im Lama ist. Es kann sein, dass das noch im Lama ist. Es kann allerdings auch sein, dass ich das eventuell überschrieben habe mit unserer kleinen Bauaktion. Das Lama? Nein, mein Inventar. No, it's here. Okay. Hier ist nur eine Diamantpickaxe. Ja. Okay. Die brauchten wir wegen dem Obsidian und die wollten wir aber nicht mit ins Nether nehmen, damit sie nicht verbrennt. Stimmt. Ich war schlau. Naja. Sagen wir mal so, ich hatte meine lichten Momente. Naja. Okay. Wer hat das Lama mitgenommen? Es ist ein Lama. Nein, ich sag's nicht. Was? Nein. Ein Königreich für ein Lama. Ja, genau das wollte ich sagen. Mhm. Also ich gehe gerade in die Mine. Hol mal Eisen. Ging das hier tatsächlich so tief runter? Keine Ahnung, war noch nicht unten. Tuff, Cobble Deep Slate. So viel Zeug hatte ich hier tatsächlich nicht, ne? Dip, di, dip, di, dip, di, di.
Redstone, Redstone und meine Diamantenebene. Ich hätte, ja, okay, Holz habe ich genug für Kisten und Crafting-Zeug und hast du nicht gesehen. Okay, mein Shader Pack macht mal wieder komische Dinge. Nichts. Auch nichts. Und da ist Sue wieder bei einer Höhlentour abgedriftet. Das kann Sue verdammt gut. Zombie. Vor allem kann Sue das deswegen verdammt gut, weil Sue im Gegensatz zu Sue keine Angst vor Spinnen hat. Süße kleine Spinnies. Bäh. Bäh. Sagt sie. Ist es besser, einfach weiter zu strip-minen oder zu hoffen, dass ich auf eine Höhle treffe? Mein. Ich noch Fackeln? Nein, hab keine mehr.